Also, man sollte nie es irgendwie auf Provokation oder so anlegen. Habe ich jetzt also auch nicht gemacht. Ist also, Provokation ist also nicht beabsichtigt, ja, sage ich nur vorweg. Muss auch noch ein paar andere Sachen vorweg sagen. Mir ist jetzt noch leider aufgefallen, dass irgendwie viele Namen vorkommen. Alles öffentliche Personen, ja, aber halt doch relativ viele Namen. Und das erfahrungsgemäß kann das ablenken. Und da bitte ich einfach, also im Zweifelsfall die Namen so durchrauschen lassen. Ja, genau. Und dann bitte ich das nicht als philosophischen Vortrag zu verstehen. Es gibt ein paar Passagen, die sind das, was man vielleicht philosophisch nennt. Aber das würde nicht den tatsächlichen Problemen, die ich dann also auch eher, oder den tatsächlichen Theoremen, die ich dann auch eher mehr antippe, als wirklich ausführe, gerecht werden. Und zum anderen geht es mir auch tatsächlich nicht um so etwas wie einen innerphilosophischen oder innerakademischen Streit. Also ganz lässt es sich nicht vermeiden. Dass ich da auf ein paar Argumente zurückgreife. Aber ja, es ist kein Seminarschein oder so angestrebt von mir. Und wer weiß, ich meine, es könnte auch, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Und wenn ich irgendwie merke, irgendwie die Unlust steigt oder es gibt doch erheblichen Widerwillen gegen die eine oder andere These, dann kann ich das auch ein bisschen verknappen, lasse ich einen Teil, der dann vielleicht so der philosophischste ist, weg. Ja, wird es ein bisschen kurzweiliger. Die Linken haben nicht nur ihre Sinne verstopft, sondern sich auch eine Sprache zurechtgelegt, in der die Hälfte aller Wörter verdächtig oder gesperrt sind, unter dem Vorwand ihrer Kolonisierung oder ihrer Sinnentleerung. Einmal war es die Religion, einmal die Bourgeoisie, manchmal sogar Marx oder Freud. Der etymologische Beweis ist nicht mehr in Mode. Ein Wort schlüpft aus, schon hält man sich die Hand vor den Mund, aber die anderen grölen schon. Wenn ihr den Mut dazu habt, so gebraucht doch vor einer linken Versammlung die Worte Brüderlichkeit oder Güte. Sollte man daraus schließen, dass man heute weder gutwillig noch brüderlich sein kann? Das genau haben die Linken beschlossen. Sie beschäftigen sich für ihren Teil mit der keineswegs lustvollen, sondern sehr ernsten Ausübung des Hasses in all seinen Travestien, der Aggressivität und des Spottes bei jeder Person und bei jedem Wort, bei jeder Gegenwart oder Abwesenheit, bei jedem Freund oder Feind. Dieses System dient nicht zur Auflösung eines Widerspruchs, auch nicht zum Übergang in einen anderen Widerspruch. Es bleibt dem einen verhaftet. Es geht nicht darum, den anderen zu verstehen, sondern ihn zu überwachen. Man wartet darauf, ihm auf die Finger zu schlagen, sobald er die Hand vorstreckt. Unter diesen Bedingungen ist das Sprechen ein Gang auf einer Rasierklinge zwischen der Selbstzensur und der Schuld mit dem ständigen Risiko, angegriffen und unterbrochen zu werden. Diese Verewigung des Vorwurfs und der Ermahnung funktioniert auf der Rückseite ebenso gut wie auf der Vorderseite. Man bekommt das Wort genauso abgeschnitten, wie man zu ihm gezwungen wird. Auch das Schweigen kann zum Tabu werden. Kein Schweigen ist ein freudiges und jeder hat stets Angst, sein Schutzschild zu verlieren. Jeder Einbruch der Unlust wird in diesem System als vom anderen kommend und von ihm gewollt erlebt. Was man Aufmerksamkeit nennt, ist nicht mehr jemandem gegenüber aufmerksam und offen zu sein, sondern auf den anderen wie auf eine Gefahr Acht zu geben, wie man etwa als Autofahrer die anderen Autos im Auge hat. Das Feld der Verbote ist somit viel größer als bei den Bourgeois und das Feld der Disponibilitäten fast genauso eng. Jeder Versuch, sich zu erklären, provoziert ein Delirium an Kritiken und Projektionen. Sogleich kommt ein trockener Wüstenwind der Interpretationen, der nur die gesprochenen Worte betrifft, als ob es die sprechende Person gar nicht gegeben hätte. Auf diese Art werden die Tabus eines jeden durch ein geschicktes Netz der Rechtfertigungen geschützt, als beruhten alle möglichen Situationen auf einem Strategem. Trotz des Ekels vor dem väterlichen Humanismus, wie ein letzter Rest demokratischen Verständnisses, bleibt das stille Abkommen, niemanden auszuschließen und jedem das Wort zu lassen.
Da aber das Innere der Sprachdiktatur auch nicht verlassen werden darf, spricht schließlich niemand mit niemandem, oder besser gesagt, nur die Codes antworten sich. In diesem Maschenwerk des Diskurses darf es keine Tränen und auch keine Tränen des Lachens geben. Man vergisst sogar, weswegen man weint oder lacht. Überschwängliche Gefühle werden nicht ernst genommen, sind schlecht angesehen. Ein Linker, ob er nun die Homosexualität oder das Proletariat befreien will, ist weder ein Spieler noch ein Lüstling. Ein Linker ist nie erschüttert, er bewahrt sich stets für das nächste Mal auf. Ein Linker hat nie die Zeit für sich, er hat keine Zeit, er produziert die Geschwindigkeit, um alle entweder hysterisch werden oder zu Stein erstarren zu lassen. Es ist nicht einmal jene Schnelligkeit, die euch anderswo hinbringt, weit, dass ihr euch wundert, so viel Weg zurückgelegt zu haben. Alles Terroristen. Terroristen des theoretischen Diskurses, Terroristen eines genau kanalisierten Deliriums, Terroristen des nihilistischen Spottes, alles das Gleiche. Man antwortet auf die Unterdrückung mit den Worten der Unterdrückung. Was ich schreibe, entgeht dieser Ansteckung nicht. Entweder provozieren meine Überlegungen neue Schrecken und sind selbst terroristisch, oder sie werden schnell geleugnet und sorgfältig mit einer Interpretation verdeckt, um sie in das Feld des Erträglichen und Widersprüchlichen zurückzubringen. Dieser Text stammt von 1972, von einem französischen Autoren, dessen Namen mir immer wahnsinnig schwerfällt auszusprechen, Guy Hockenheim, glaube ich, Hockenheim, ja, Guy Hockenheim, von dem auch einiges auf Deutsch übersetzt worden ist. Ich glaube, mein Buch heißt es Homosexuelle Begehren, ein französischer 68er, Schüler von Deleuze und Guattari. Und das hier ist dem Manifest der besessenen Ärsche entnommen, einer Schrift, die damals zensiert worden ist, wegen Verherrlichung der Homosexualität. Und dann von Félix Guattari, der als Professor, ich glaube auch irgendwie Klinik- oder Anstaltsleiter, einen einigermaßen autoritativen Schutzschirm hatte, dann unter seiner Ägide veröffentlicht worden ist. Vor knapp 2 Jahren, als ich in Köln die erste Fassung dieses Vortrags hielt, musste ich den Einleitungstext nicht weiter kommentieren. So offensichtlich verwies er auf ein Ereignis, das der Kölner Szene noch ordentlich in den Knochen steckte. Wahlweise tröstend oder eine bestimmte Ahnung bestätigend, es sei immer schon so gewesen, wirkte diese Polemik, die ja schon 40 Jahre zuvor die Verwandlung innerlinker Kontroversen in Polizeidiskurse anprangerte. Man war mit seinem Unbehagen nicht allein. In den Knochen steckte den Kölnern jenes berüchtigte No-Border-Camp, das 2012 stattfand. Es wird in der Antirassismus-Szene wohl zu Recht als Zäsur gewertet und überhaupt tangierte es die ganze junge Autonome und Antifa-Szene. Das Grenzcamp wurde von Gruppen, vielleicht auch nur von einer einzigen, Reclaim Society aus Berlin, gesprengt. Da ist vielleicht das falsche Wort, denn das Camp wurde zu einem ordnungsgemäßen Ende gebracht. Es war mal so, dass die Leute von Reclaim Society sich zahlreicher Diskussionsrunden bemächtigen konnten. Sie spalteten, sprachen Redeverbote und Platzverweise aus und drückten mit einer bemerkenswerten Penetranz ihre Codes durch. Diese Codes, vielmehr dieser Code, hörte auf den Namen Critical Whiteness. Zyniker witzelten, das müsse wohl die Talibanisierung der antideutschen Ideologiekritik sein, denn die bemühte sich immerhin, in einer Traditionslinie von Kant und Adorno zu stehen und das Erbe der Aufklärung gegen alle Schrecken der Aufklärung für sich zu reklamieren. Vor den Augen der Critical Whiteness-Rede verfällt aber die ganze westliche Vernunftgeschichte dem Rassismusverdikt. Und das ist nur der Auftakt. Denn die Differenz zwischen Gesprochenem und Sprecher fällt weg. Jeder Denkakt, jeder Lebensvollzug, jede praktische Handlung von Weißen oder Nicht-Schwarzen stand unter Rassismusverdacht. So fundamental hätten sich rassistische, also exkludierende und diskriminierende Strukturen in unser Gehirn und Gemüt gefräst, dass wir das Ausmaß, inwiefern sie unser Erkennen und Handeln steuern, gar nicht mehr überblicken könnten. Buße und Reue wären in dieser Hinsicht unmöglich. Keine Frage, eine streng pietistische Gedankenfigur. Am allerschlimmsten sind in dieser Logik natürlich die Antirassisten selbst, weil sie ein reflektiertes Verhältnis gerade auch zu sich selbst und ihrer angeblich bürgerlich privilegierten Bildungsbiografie beanspruchten. In ihrer Kritik am Antirassismus orientierten sich die CW, also Critical Whiteness, CW im Folgenden, Vertreter
an den bekannten Schlagerproduzenten Dieter Bohlen, auf den die erkenntniskritische Einsicht zurückgeht, das Problem macht einem Bekloppten klar, dass er ein Bekloppter ist. Übersetzt, kein Reflexionsverhältnis zu sich selbst reicht so tief, die Abgründe des eigenen Rassismus auszuloten. Es sei denn, man unterwirft sich den Codes und Moralimperativen der Critical Whiteness. Deutschland sucht den Super-Antirassisten. In der Kölner Szene, die nicht für ihre theoretische Arbeit und auch nicht für eine Leidenschaft der Kontroversen bekannt ist, wiederholte sich das Grenzcamp Trauma en Miniature. Auch hier waren es einzelne Personen oder Mikrogruppen, die Partys verboten, Hausprojekte säuberten und ganze Pläne in der selbstverwalteten Nische vor sich hertrieben. Für Außenstehende verstörend war vor allem aber, dass sich das so viele gefallen ließen. Noch verstörender war, dass es eine Flut von kritischen Einschätzungen, Analysen des Kölner Grenzcamps in der linken Öffentlichkeit gab, die CWLA oder Reclaim Society im engeren Sinne, aber selbst de facto nie ein konsistentes Positionspapier, kein Manifest, kein 10-Punkte-Programm vorlegten. Sicher, hier und da fängt man Theoreme auf. Mikrodiskriminierung, Sprecherposition, Master Suppression Techniques. Es existiert mindestens ein Anleitungsbüchlein für CW-konformes Handeln. Hier und da gibt es auch eine Richtigstellung, gerne in Form eines Minutenprotokolls eines schlimmen Ereignisses. Und eine der Protagonistinnen des großen Kölner Stresses, ein ehemaliges Mitglied der bald aufgelösten Reclaim Society Gruppe, hat 3 Jahre, also letzten Herbst erst, nach dem Grenzcamp auf ihrem Blog eine dann doch irgendwie verstörend penible Rekonstruktion der Ereignisse aus ihrer Sicht veröffentlicht. Aber auch hier kein Bezug auf ein kategoriales, begriffliches Gerüst. Aber nur weil jemand keine Theorie formuliert, heißt es nicht, dass er oder sie keinen begrifflich ausdrückbaren Mustern folgt. Um eine Weltanschauung zu haben, muss man sie nicht explizit formulieren. Was war also ihre Weltanschauung? Wie kam sie zustande? Um das herauszubekommen, hatte sich im Herbst 2012 eine Gruppe, also in Köln, eine Gruppe zusammengefunden, deren Mitglieder, wenn überhaupt nur peripher, in die Grenzcamp-Organisation involviert waren, die mithin die nötige Distanz aufbrachten. Ich war Teil dieser Gruppe und verfasste für sie im Laufe der Zeit 3 Thesenpapiere, die schließlich in dem folgenden Vortrag zusammengeflossen sind. Dabei trieb es mich weit vom ursprünglichen Ereignis weg, weil ich zu dem Ergebnis gekommen bin, sozusagen als Vorerinnerung dass das Fatale der Critical Whiteness und aller mit ihr verwandten Formen linken Moralisierens und Schnüffelns nicht ein fixierter, identitärer, kulturalistischer Rassismusbegriff ist, der sich einer autoritären Praxis verdankt und umgekehrt nur noch eine solche zulässt, sondern dieser Rassismusbegriff ist bereits ein Derivat eines bestimmten intellektuellen Welterklärungsversuches, der in der Tat diesmal wirklich sehr weiß, sehr männlich, sehr zentraleuropäisch ist. Dorthin, in den Kern dieses Versuches, galt es für mich vorzudringen. Wenn es interessiert, enger an den Kölner Vorfällen arbeiteten sich in Vorträgen und Texten Resi Malzahn, die war vor 2 Monaten in der Roten Flora und hat dort aber ein ganz anderes Buch vorgestellt, Interviews mit Altautonomen, wie sie es geschafft haben, sozusagen in der linken Szene dabei geblieben zu sein. Also arbeiten sich Resi Malzahn und Massimo Perinelli ab, ein Hamburger, ursprünglich, dessen Text Critical Whiteness und das Ende der antirassistischen Bewegung, den wir noch gemeinsam diskutiert haben, letztes Jahr in der Phase 2 erschienen ist. Und wie ich jetzt gestern beim Googlen festgestellt habe, ist er auch auf diversen Foren. Also das ist sozusagen so eine Art unmittelbarer Ertrag unserer Diskussion im Anschluss an dieses Grenzcamp. Das alles ist mittlerweile weit, weit, weit weg. Es fand der deutsche Herbst der Willkommenskultur statt. Natürlich die beklemmenden, bestürzenden Ereignisse jener Kölner, jetzt nicht nur, aber vor allem mit Köln, in Zusammenhang gebrachten Silvesternacht. Man kann sagen, dass seit dem Kölner Grenzcamp die Antirass-Szene bereits mehrere Tode gestorben ist. Angesichts dieser Herausforderungen ist eine Erinnerung an die Critical Whiteness und vielleicht auch Awareness überwölbende Weltanschauung ein freundlicher Anachronismus. Wie übersichtlich war das, als 4 Leute 200 herumkommandieren konnten? Wie einfach,
seien wir ehrlich, die Kritik daran, wie wohltuend das Gefühl abseits dieses Gruppenzwanges gestanden zu haben. Es wird also im Folgenden nicht darum gehen, nochmal die Topoi der Critical Whiteness durchzugehen. Ich habe auch deshalb allen Versuchen der Aktualisierung widerstanden. Wobei eine Sache zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, eine großartig vergebene Chance. Das war dieser Blog Münkler Watch. Herbert Münkler, da der große Guru der Politikwissenschaft an der Humboldt-Uni, der dann letztes Jahr so ein bisschen aufs Korn genommen wurde von einem sogenannten anonymen Münkler-Watch-Blog, wo es dann erst darum geht, wo hat er sich denn jetzt rassistisch oder irgendwie kolonialistisch oder so geäußert. Und das blieb alles sehr, sehr im Klein-Klein hängen. Und Herr Münkler ist in die Offensive gegangen, konnte da also auch, dann hatte die Öffentlichkeit sofort auf seiner Seite. Das ist, finde ich, in der Tat ein wirklich betrüblich machendes Beispiel einer vertanen Chance. Also da machen sich jetzt schon mal Leute auf, diesen Typen da ein bisschen an den Karren zu fahren. Und dann geschieht das auf diese abgedroschene, billige Art. Dabei gäbe es eine Menge über seinen Aufstieg nach 1989 als Wissenschaftsmanager zu sagen. Es gäbe eine Menge über seine mehr als problematischen Bücher über die Zukunft der neuen Kriege zu sagen und so weiter und so fort. Also gerade Münkler ist ein Beispiel sozusagen, ja, eines Wendegewinners. Ich glaube, der ist Leiter der Herausgeberkommission oder Vorsitzender der Herausgeberkommission der Marx-Engels-Gesamtausgabe. So, das hat man dann in irgendwelchen Ossis entwunden und so. Wobei jetzt erwiesenermaßen, das ist jetzt keine Beleidigung, der seine Marx-Engels-Kenntnisse und auch das, was er da mit so einer Gesamtausgabe vorhat, das alles sehr bescheiden ist. So, und anstatt jetzt also zu sagen, okay, wir gucken jetzt auf 25 Jahre Wendegewinnler zurück, wir gucken, wie sie gewissermaßen für die Berliner Republik denken, beschränkte sich also dieser Blog Münkler Watch auf die einfachste, offensichtlichste, am wenigsten ergiebigste Art der Wortfahndung. Gut, das jetzt vielleicht also als eine Aktualisierung kurz reingeschoben. Möchte das aber ansonsten oder habe dann diesen Impuls nicht warten, nicht nachgegeben. Habe dann zu Hause zwar eine Mappe, die sammle ich immer und da also noch so richtig auf Papier und so, aber ich habe das alles da drin gelassen, weil ich tatsächlich nicht unbedingt möchte, selber in die Rolle einer Gedankenpolizei zu schlüpfen. Stattdessen die grundsätzlichen Fragen, was ist revolutionäre Moral? Ja, sehr altertümlich, aber was ist revolutionäre Moral? Was heißt sprechen? Woher eigentlich der Formalismus in der intellektuellen Haltung? Sich daran heranzuwagen, ist aus einem einzigen Grund nicht größenwahnsinnig. Die Fragen sind nämlich nicht abgegolten. Sie drängen selbst zur Auseinandersetzung. Man muss nur auf sie stoßen. Das ist die Geschichte einer unglücklichen Begegnung. Charles Denby liegt im Krankenhaus. Er kriegt Besuch von Noel Ignatieff. Wer ist Denby? Wer ist Ignatieff? Charles Denby, 1907 geboren, 1983 gestorben, ist ein schwarzer Arbeiter, der aus den Südstaaten nach Detroit eingewandert, sich in der Automobilindustrie verdingt. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine 1978 veröffentlichte Autobiografie Indignant Heart, A Black Workers Journal. Ein Teil davon, also der erste Teil seiner Biografie, die Auswanderung, ein Teil davon die Migration in den Norden, ein Teil davon ist auch ins Deutsche übersetzt worden. Sehr, wirklich ganz hervorragendes Buch. Denby gehört zu den Detroit Radicals, also der radikalen linken Detroits, einem Zusammenhang von Kommunistinnen und Marxisten, Predigern und Arbeiteraktivisten. Ihren Ursprung hat diese Szene in den 1940er Jahren in der Johnson Forest Tendency, einer militanten Strömung erst innerhalb, dann außerhalb des Trotzkismus. Zentrale Figuren dieser Gruppe sind der karibische Schriftsteller Sheila James und die ukrainisch-jüdische Theoretikerin Raya Dunayevskaya. Sie veröffentlichen unter dem Pseudonym James Johnson und Freddy Forrest, daher der Name. Die Detroit Radicals sind heterogener und sicherlich auch zerstrittener, als ich hier jetzt ausführen werde, aber
Dieser Zusammenhang aus weißen und schwarzen Frauen und Männern, Soziologinnen und Arbeitern, Intellektuellen und Bohemians eint der Antistalinismus, die Anstrengung, die Eigenständigkeit und den Eigensinn von Arbeiterkämpfen gegen gewerkschaftliche und parteistrategische Vereinnahmungen zu behaupten. Danby ist seit 1955 Mitglied der Gruppe News and Letters, der Abspaltung um Raja Dunajewskaja. Noel Ignatieff, Jahrgang 1940, Historiker und Professor am Massachusetts College of Art, ist ein amerikanischer 68er. 1970 ist er Mitbegründer der Sojourner Truth Organization, benannt nach einer schwarzen Feministin, Sojourner Truth, aus dem 19. Jahrhundert. Die Sojourner Truth Organization macht es sich zur Aufgabe, den Rassismus in den amerikanischen Klassenverhältnissen zu analysieren. Inwieweit also im 19. Jahrhundert zu Beginn der Konstitution einer amerikanischen Arbeiterklasse und einer amerikanischen Arbeiterbewegung sich Rassismus in diesen Konstitutionsprozess einschreibt und so eine einheitliche Klassenaktion der Ausgebeuteten verhindert. Als Historiker ist Ignatieff einer der Begründer der sozialgeschichtlich orientierten Whiteness Studies, die ein paar Konterrevolutionen später zu jener Diskursanalyse und moralisierenden Appellation verkümmern, die wir als Critical Whiteness kennen. Wie gesagt, es ist die Geschichte einer unglücklichen Begegnung. Charles Danby liegt im Krankenhaus und kriegt Besuch von Noel Ignatieff. Sie unterhalten sich angeregt, die Stimmung ist gelöst und am Ende seines Besuches fragt Ignatieff Danby: Sag mal, dieses Pamphlet gegen die Black Panther, das hast nicht du geschrieben. Das stammt doch von der Dunajewskaja und die haben einfach deinen Namen drunter gesetzt. Ehe Danby Ignatieff aus dem Zimmer schmeißt, sagt er ihm doch noch ganz ruhig: Ihr Weißen, könnt euch einfach nicht vorstellen, dass ein Schwarzer selber denken kann. Wer sieht sich bestätigt? Die Vertreterinnen und Vertreter der Critical Whiteness, die davon ausgehen, dass es ein nicht-rassistisches Sprechen von Weißen gar nicht geben kann und perfiderweise schon gar nicht von linken Weißen, die sich antirassistisch positionieren und engagieren, Noel Ignatieff liefert den Smoking-Gun-Beweis. Oder ist nicht viel eher das Gegenteil der Fall? Denn der Gegenstand, der Anlass, ist ja ein Pamphlet gegen die Black Panther, die aus der Sicht des Marxisten und Kommunisten Danby schlichtweg nationalistisch und kulturalistisch und haltlos gewaltbesessen sind. Danby verweigert gegenüber Ignatieff die Annahme einer bestimmten schwarzen Identität, indem er die Zumutung zurückweist, dass ein Schwarzer zunächst solidarisch mit Schwarzen zu sein hätte. Er verweigert die Rolle des Subalternen, der von Weißen angeblich politisch instrumentalisiert wird. Wer also kann triumphieren? Es geht aber nicht um Triumphe. Eigentlich ist es ganz einfach und deshalb so traurig. Hätte sich Ignatieff mit Danby über das Pamphlet unterhalten, wäre es also um die Sache gegangen, um das Motiv, die Intention, die Argumente, dann wäre schon deutlich geworden, ob Danby der Autor war oder eben nicht. Und in dem Maße, wie das deutlich geworden wäre, wäre es auch egal. Denn die richtigen Argumente kommen auch ohne Autorenidentität aus. Alles andere wäre eben ein Formalismus, etwas, was nicht zur Sache tut, sich vielmehr in den Schatten stellt. Zu befürchten allerdings ist, dass Ignatieff sich sehr wohl mit Danby über die Sache selbst unterhalten hat und dass es genauso war, wie eben dargelegt, und dass am Ende, als keine Frage mehr übrig blieb, dennoch diese eine Frage kam. You taught me language, and my profit on it is, I know how to curse. The red plague rid you for learning me your language, spricht der Sklave Caliban in Shakespeares Der Sturm. Die Erinnerung an Charles Danby ist auch eine Erinnerung an das Versprechen der kommunistischen Bewegung, nämlich mit der Tyrannei der Herkunft zu brechen und eine Gesellschaft zu schaffen, in der es nicht mehr auf Herkunft ankommt. Die Partei war allein in dieser Hinsicht die Vorwegnahme dieser Gesellschaft. In einem seiner späten Interviews, 1994 ist es wohl gewesen, mit Alexander Kluge, spielt der Schriftsteller Heiner Müller darauf an. Er kommt auf Alexander Fadejew zu sprechen. Müller, du weißt noch, wer Fadejew war. Er war also, Kluge, ein russischer Schriftsteller, Vorsitzender des Schriftstellerverbandes. Müller, russischer Schriftsteller, ein sehr guter Schriftsteller zunächst. Kluge, was hat er geschrieben? Müller, die 19 zum Beispiel. Das ist ein Roman aus dem Bürgerkrieg, dem russischen Bürgerkrieg nach der Revolution, wo er, ja, es ist eigentlich die beste Beschreibung der Situation des jüdischen Intellektuellen als Kommissar
in dieser Bauernhorde dieser frühen Roten Armee, wo er beschreibt unter anderem den Ekel dieses Mannes, dieses Intellektuellen vor diesen Bauern, die stinken und primitiv sind, und er hasst sie eigentlich und sein Grundgefühl ist Ekel. Aber er muss sie lieben, weil sie sind die Revolution, sie sind die Zukunft. Kluge. Und er ist Offizier. Müller, Kommissar, ja, Politkommissar. Sie hassen ihn, weil er Jude ist und ein Intellektueller. Es ist wirklich ein toller Roman. In Russland hat es in der Tat viele Menschen aus jüdischen Familien gegeben, die sich der kommunistischen Bewegung anschlossen. Wegen des doppelten Bruchs. Bruch mit der Herkunft, den Traditionen, der Familie, dem Glauben. Bruch mit jener Gesellschaft, die die Menschen immer wieder auf ihre Traditionen, ihre Familie, ihren Glauben festnagelt. Nicht zuletzt, um sie zu stigmatisieren und zu Objekten der Verfolgung zu machen. Die kommunistische Bewegung hat dieses Versprechen nicht eingelöst. Sie hat aber lange von diesem gezerrt. Zeitsprung. Und Zitat. Zu polemischen Zwecken spricht Lenin den berühmt gewordenen Satz aus, dass die Partei vor allem eine Organisation von Berufsrevolutionären ist. Die Frage ist nicht, ob sie Arbeiter sind, in welcher Sparte sie beschäftigt sind, ob in der Tischlerei, Klempnerei oder sonst wo. Sie können Fabrikarbeiter ebenso gut wie Studenten oder gar Töchter von Adligen sein. Ihre Antwort auf die Frage, was ist dein Beruf, wird sein Revolutionär. Bloß der stalinistische Schwachsinn konnte der oben genannten Aussage den Sinn Revolutionär von Beruf, den Sinn eines Parteibesoldeten verpassen. Mit der blödsinnigen Formel sollen die Funktionäre unter den Arbeitern oder auch sonst wo gefunden werden, wären wir keinen Schritt weiter gekommen, denn es geht um was ganz anderes. Unsere These lässt sich auch anders formulieren. Lehre und Bewusstsein des revolutionären Ziels lassen sich nicht durch eine Meinungsumfrage unter richtigen Arbeitern ergründen. Sie deckt sich mit dem im Manifest ausgesprochenen Satz, wonach sich in revolutionären Situationen ein, Zitat Marx, kleiner Teil der herrschenden Klasse von ihr lossagt und sich der revolutionären Klasse anschließt. Oder wie Marx tausendmal sagte, dass nämlich, weiteres Zitat, das Proletariat während der Periode des Kampfs zum Umsturz der alten Gesellschaft noch auf der Basis der alten Gesellschaft agiert und daher auch noch in politischen Formen sich bewegt, die ihr mehr oder minder angehörten. Stünde nicht das Wort vom stalinistischen Schwachsinn in der eben zitierten Passage, man würde sie für ein zeitgenössisches Statement aus der heroischen Zeit der kommunistischen Internationale halten. Das war zwischen 1918 und 1926. Stammt aber aus dem Jahr 1953, vorgebracht von einer isolierten Gruppe unabhängiger italienischer Kommunisten, die zu diesem Zeitpunkt schon lange aus der Partei ausgeschlossen und zur Unwirksamkeit verurteilt war. Das Zitat hält, oder die Passage hält, zwei Momente fest. Der Berufsrevolutionär, die Berufsrevolutionärin, wer würde nicht über diesen Ausdruck heute spötteln und an hemdsärmelige MLPD-Veteranen denken, die ja auch mittlerweile zugestehen, dass sich Unschuldige unter den Opfern des Stalinismus fanden, ist nicht die Bürokratin der Revolution, sondern die Klassenverräterin des Bürgertums, der Traditionsverächter des Bauerntums und der religiösen Gemeinschaft, der Arbeiter, der nicht mehr stolz auf seine Arbeit ist. Es ist dies die Avantgarde im strikten Sinne, eine Vorhut, die das Gelände des Kampfes eruiert und präpariert, keine Elite. Avantgarde zielt immer auf Verallgemeinerung, Verbreiterung, ist Teil eines einheitlichen dynamischen Prozess. Elite ist Abkapselung, Abgehobensein, die Trennung von der wirklichen Bewegung. Und das zweite Moment, das Proletariat kämpft auf dem Boden der alten Gesellschaft mit den Mitteln der alten Gesellschaft. Es sind die Menschen der alten Gesellschaft. Es gilt, die irrige Vorstellung zu attackieren, die Leute müssten bereits als Revolutionierte in die Revolution eintreten. Man kann aber die Revolution nur mit den Leuten machen, die da sind, und zwar in all ihrer Kaputtheit. Und deswegen machen sie sie ja auch, irgendwann. Engel brauchen keine Revolution. Die sinnvolle Kritik an der Moral in ihrer formalistischen Gestalt kann nur lauten, ihr wollt eine Veränderung vor der Veränderung. Ihr wollt erst moralisch korrekte Individuen und dann die Revolution, die aber, moralisch korrekte Individuen vorausgesetzt, überflüssig wäre. Das ist der Denkfehler. Klingt alles weit weg, ist auch weit weg. Ein Autoarbeiter aus Detroit, der Bücher schreibt, jüdische Bolschewisten, internationalistische Kommunisten in Italien der 50er Jahre,
Wunderwelt der Vergangenheit, Erinnerungen an die Revolution, Menschen, die heute ohne Auftrag dastünden. Nehmen wir also Kurs auf unsere Epoche. Im Februar 1982 erschien eine Ausgabe der linken Westberliner Theorieblätter Alternative mit dem Titel Indiz Sprachlosigkeit. Das Heft ist der 81er Jugendrevolte gewidmet, die im Rückblick als Beginn der eigentlichen Phase der Hausbesetzerbewegung gilt. Das war aber erst später klar. Mit dieser Jugendrevolte war, anders als 1968, keine Renaissance revolutionärer oder radikaler Theorie verbunden, ja noch nicht mal eine Belebung des öffentlichen Diskurses. Die Bewegung kam ohne Repräsentanten aus, ohne Manifeste, ohne theoriegeleitete Taktik und Strategie. Die Bewegung konfrontierte Sozialarbeiter und andere Polizisten und erschreckte die Expertentheorie konfrontierte Sozialarbeiter und andere Polizisten und die Expertentheoretiker der 68er Linken mit ihrer Sprachlosigkeit. Es war eine doppelt kodierte, die Sprache, Sprachlosigkeit drückt sich nur in Sprache aus, dieser Revolte zog sich in sich zurück auf einen kargen Rest von Punksongs, Parolen, knappsten Schlagworten. Die Sprachlosigkeit drückte Verarmung und Verachtung aus. Es war eine aufgezwungene und eine gewollte. An einem besetzten Haus in Berlin hing überlebensgroß ein Transparent. Dialog. Dieses Haus ist bla bla. Wir sind die Blubber Blubber und lassen uns von euch nicht plitsch platsch. Sonst wir bum bum. Der Soziologe Herbert Nagel, selbst ein 68er und einer der klügsten nebenbei, beschreibt in seinem Essay für die Alternative diesen Moment der Proteste wie folgt. Das irritierende, faszinierende, fremdartige der gewalttätigen Proteste der jüngsten Zeit leitet sich aber gerade daraus ab, dass ihre Intentionen in der Sprache der Politik in keine klaren Ziele gefasst werden können und tatsächlich die sozialen Probleme wie Wohnungsnot, Umweltzerstörung und so weiter, auf die sich die Proteste berufen, nur beiläufige, wenngleich notwendige und ernstgenommene Rechtfertigungen sind, um Protest auszudrücken. Aber die Tatsache, dass er ausgedrückt wird, ist für die Akteure zweifellos wichtiger als das Woran, an welchem er ausgedrückt wird, weil er einzig und allein Widerstand ist, der es einem erlaubt, sich so auszudrücken, dass man ernst genommen wird. Dann aber sagt er zum Abschluss seiner Analyse etwas, das zutiefst ambivalent ist, vielleicht ist mir das selber gar nicht so bewusst gewesen. Zitat: An gesellschaftlicher Aufmerksamkeit teilzuhaben, wahrgenommen zu werden, das ist wichtig. Zitat Ende. Heißt das, dass auch der Sprachlosigkeit als selbstgewählter Verarmung und aufgezwungener Verweigerung ein Moment der Integration eignet, sie somit als ein Versuch zu werten ist, Kontakt herzustellen, aber eben zu den eigenen Bedingungen? Und ist der Kontakt aber erstmal hergestellt, beginnt die Zeit des Aushandelns, des Austauschs, des Absteckens, der Kompromisse, der Vereinnahmung. Oder impliziert dieser Anspruch auf Teilhabe einen emphatischen Bezug auf Gesellschaft als Ganze. Es gibt nur diese eine Welt, noch in der Verweigerung drückt sich unser Anspruch auf sie aus. Der Anerkennungskampf zeigt nicht zwangsläufig die Befriedigung, die Eingemeindung einer zuvor revolutionären Bewegung an, sondern ebenso die erhoffte, erstrebte, erkämpfte Änderung der Welt. Nicht eine andere Welt ist möglich, das ist Quatsch. Welche Welt wäre das? Wo läge sie? Wie könnten wir von ihr wissen? Sondern diese Welt, aber anders. Was verhindert dann die so häufig als Zwangsläufigkeit auftretende Integration? Na, politisches Handeln. Der Übergang aus der Sprachlosigkeit zu einer Bündelung sozialer Kräfte, zu einem gemeinsamen Ausdruck. Die Sprachlosigkeit als Verweigerung von Repräsentation verwirklicht sich nur oder hebt sich darin auf in der einheitlichen Aktion. Nicht die Philosophen schreiben die Aufklärung, sondern die Obskurantisten und geheimbündlerischen Handwerker des 17. Jahrhunderts, 18. Jahrhunderts. Die Dialektik von Sprachlosigkeit und Artikulation ist dieselbe wie die von Entfremdung und Bewegung. Nicht die edelsten Menschen machen eine Revolution, sondern die miesesten. Warum? Genau deshalb.
Das ist kontraintuitiv und intuitiv verhält sich für gewöhnlich die Linke, indem sie mahnt, fuchtelt, den Mund verbietet, unablässig zu Bekenntnissen auffordert. Die Intuition ist, dass hier etwas nicht stimmt, dass ein Fehlverhalten vorliegt, eine Abweichung, ein Webfehler. Die Form wird bedroht. Die Form mag der Diskurs sein, die Einheit der Partei, die Reinheit der Lehre, die richtige Haltung. Deshalb war doch vor gar nicht so langer Zeit immer von den Schweinen die Rede, von den Bullenschweinen und dem Schweinesystem, weil Schweine als verdreckt und im Dreck wühlend gelten. Das ist unordentlich. Die Intuition, das instinktmäßige, spontane, halbbewusste, die zur Gewissheit über das richtige Verhalten sich verfestigt, klammert sich an die oder verdinglicht sich zur Form, also zur Haltung, zur Moral, zu sprachlichen Verfahrensweisen, also kühle, glatte, abweisende Strukturen. Dieser Formalismus produziert tatsächlich eine Sprachlosigkeit, aber in ihrer ganzen undialektischen Trostlosigkeit, nämlich als rabiate Unterbindung jedes prozessierenden Widerspruchs. Es ist dies der Sieg des Verfahrens über den Inhalt, eine endlose Prozessdiskussion, weil man misstrauisch ist gegenüber beidem, dem Prozess und der Diskussion. Die Welt also als wahlweise chaotisch zu erleben oder aber als unveränderlich. Ja, deshalb ja Flucht in die Haltung, in das Standhalten, in das heroische Aushalten. Und das alles auch in die Nähe von Wahnsinn bringend, von Überhitzung. Das ist kein Signum unserer Zeit, auch nicht das von bestimmten radikalen Gruppen oder Zusammenhängen, sondern Kennzeichen intellektuellen Krisenbewusstseins seit mindestens 100 Jahren. Das, was wir als Critical Whiteness kennengelernt haben und was nichts mehr mit der sozialhistorischen Anstrengung zu tun hat, Rassismus und Klassenfrage zusammenzudenken, nicht mehr mit den Selbstqualen Noel Ignatius und dem Selbstbewusstsein Charles Denby, ist dies, der Versuch, Sprache und Ethik zur Deckung zu bringen, zu identifizieren. Gesellschaftliche Privilegien, Abhängigkeiten und Machtbeziehungen sollen in einer korrekten Sprache angemessen zum Ausdruck gebracht werden, um so fixiert und gleichsam magisch gebannt zu werden. Nichts Neues daran, sondern die Wiederkehr, und nicht die erste, nicht die letzte, eines intellektuellen Projektes, das aber auch schon bessere Zeiten erlebt hatte. Seinen schönsten Ausdruck fand es unter Wiener und Budapester Künstlern, Schriftstellern und Philosophen der Jahrhundertwende, so der 1910er, auch vielleicht noch 20er Jahre. Das sind ja alles nur tote weiße Männer, würde man auf dem Plenum in der vollautonomen Nische zu hören bekommen. Das stimmt. Märchenhaft privilegiert in materieller Hinsicht waren sie obendrein, aber ich kann es nicht ändern, es sind unsere Väter. Die Stimmung unter jenen Wiener Intellektuellen vor 100 Jahren war Verzweiflung angesichts einer sich ihnen mehr und mehr als unveränderlich erweisenden, ebenso starren wie chaotischen Welt. Was tun? Herumdoktern verbot sich. Die Lösung lag in einer radikalen Ethik des Selbst. Kann ich die Welt nicht mehr ändern? Kann zumindest ich mich ändern. Erweist sich die Welt als verdorben, kann zumindest ich mich ihr gegenüber als anständig behaupten. Wir wenden uns ab vom chaotischen, sinnlich unkontrollierbaren Wuchern der Welt, also ihrem Inhalt, und wenden uns den Formen zu. Und das ist das Thema von Georg Lukacs erster Essaysammlung »Die Seele und die Formen«, 1911 erschienen. Es ist Absicht, dass die Seele und die Formen durch das mehrdeutige »und« in Beziehung gesetzt werden. Ne? Also »und« kann ja ausdrücken ein zeitliches Nacheinander, der kommt rein und die. Aber auch die Gleichzeitigkeit des Erscheins, Peter und Ilse kommen, und die Gleichwertigkeit ihrer Bedeutung. Es kann aber auch ein Gegensatz, gut und böse, ausdrücken. Alles steckt in diesem »und«. Sie sind also ein Paar, die Seele und die Form, aber keine dialektische Einheit. Viele Bücher übrigens oder viele Schriften, die damals erschienen sind, muss man mal gucken. Man kann es nicht ganz durchziehen, ja, geht nicht ganz auf. Aber es sind viele Und-Bücher dabei. Stil und Gedanke, Ornament und Verbrechen, Sprüche und Widersprüche, Geschlecht und Charakter. Und man kann sich ja mal fragen, also so, ich sag mal, Bücher unserer Tradition heißen nicht Kapital und
Arbeit, sondern Kritik der politischen Ökonomie und nicht Wissenschaft und Logik, sondern Wissenschaft der Logik oder Dialektik und Aufklärung, sondern und so weiter. Also man kann es nicht ganz durchführen. Es gibt natürlich auch sehr gute Und-Bücher, Überwachen und Strafen. Aber es ist zumindest für diese Zeit die Bildung von diesen Pärchen, diesen Und-Pärchen, ganz mächtig en vogue. Aber hören wir Lukács selbst. Die grauenvolle Inadäquatheit des Lebens, wo alles von blinden Kräften getrieben und von verfälschenden Fiktionen aufgefangen wird, war die Voraussetzung dieser Formenwelt, das notwendige, irreparable Missverständnis jeder Äußerung, ihre Wiege und ihr Weg, die trennende Einheit von Sein und Form. Aus der Verfälschung jeder Materie durch jedes Ausdrucksmittel entsteht die Form. Aus unserer Armut und Beschränkung wird die Erlösung geboren, schreibt er 1911 in seinem Nachruf auf den früh verstorbenen Freund Leo Popper. In den Formen also finden wir Halt. Die Formen sind die Schablonen, durch die wir die Welt angemessener sehen und ertragen. Dieses radikalisierte Formbewusstsein findet man bei Otto Weininger, der hat das Buch Geschlecht und Charakter geschrieben. Bizarrerweise sozusagen der erste Gender-Theoretiker, weil er sozusagen davon ausgeht, dass die Menschen aus gleichen Anteilen männlich und weiblich bestehen. Es aber dann die Leistung sei, das Weibliche in sich zu überwinden, dadurch zum richtigen Mann zu werden. Otto Weininger, 1923 hat er Selbstmord begangen. Findet man bei Otto Weininger, war damals ein absoluter Kultautor in der Szene. Arnold Schönberg mit seiner Zwölftonmusik, Karl Kraus, der richtige Satz, Adolf Loos, das ist Armament und Verbrechen, der Architekt Fritz Mautner, Sprachkritiker und Ludwig Wittgenstein. 1889 bis 1951. Dem verschlossenen, dauerhaft suizidgefährdeten Wittgenstein wird in der Szene einhellig zugetraut, Sprachkritik, Logik und Ethik zur Deckung zu bringen. Also den ultimativen Ausdruck zu finden, die gültige Form per se. Und das ist der Traktatus, hat er selbst nicht so genannt, sondern logisch-philosophische Abhandlung. 1922 veröffentlicht. Der für ihn in dieser Zeit, also rund um den Ersten Weltkrieg, charakteristische seelische Zustand wird von einem Freund folgendermaßen beschrieben. Wittgenstein litt ernstlich unter dem ständigen Missverhältnis zwischen dem, was besteht und dem, was der eigenen Meinung nach sein sollte und musste. Er war aber geneigt, die hauptsächlichsten Gründe dieses Missverhältnisses eher in sich selbst zu suchen als außer sich. Für ihn war das Leben eine Aufgabe. Alles aber an der Beschaffenheit des Lebens, alle Fakten also, gehörten für ihn mit zu den Voraussetzungen der gestellten Aufgabe. Das heißt, die Abänderung der Bedingungen der Aufgabe war für ihn nicht möglich. Er schreibt in sein Tagebuch, ich glaube, 1916, wenn einer daran festhält, dass der Grund des Missverhältnisses nur bei ihm selbst zu suchen ist, dann muss er es ablehnen, dass es nötig und geboten sei, auch an den äußeren Fakten etwas zu ändern. Dass die Welt vom Menschen eigentlich unabhängig ist, das ist Wittgensteins frühe philosophische Haltung. Das Ideal der Klarheit und Reinheit des Traktatus entspricht als Gegensatz und durch Verdrängung der Verwerfung seiner selbst als unrein und sündhaft. Die Logik ist für Wittgenstein Bußübung. Was sich damals als intellektuelles Krisenbewusstsein in der Moderne artikuliert hat, ist bis heute nicht abgegolten. Die These ist, dass die Sprache, ihre zwanghafte Selbstthematisierung in den linken Diskursen, das Missverständnis, sie wäre zentraler Austragungsort gesellschaftlicher Konflikte oder zumindest ihre getreue Widerspiegelung, dass die Sprache deshalb die Bedeutung erlangt, weil den Subjekten, den Personen, uns mehr und mehr der Zugriff auf die Welt und ihre Dinge abhanden kommt. Als Folge des Prozesses zunehmender kapitalistischer Vergesellschaftung. Zur Entfremdung kann ich mich korrekt dann nur noch sprachlich verhalten und sei es, dass ich die Sprache verwünsche, ihr zutiefst misstraue. Das ist die intellektuelle Panik nicht nur unserer Zeit. Von Wittgenstein ist das Bonmot überliefert, dass es sein Ziel in der Philosophie sei, der Fliege, also Zitat, der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zu zeigen. Er wusste schon, dass die Leiter zur logischen Klarheit eine wackelige war. Bereits im Traktatus empfiehlt Wittgenstein seinen Lesern das Wegstoßen der Leiter, wenn man sie erklommen hatte.
Zitat, meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt. Unverschämtheit, das Buch über weite Strecken, kein Spaß ist zu lesen. Man kämpft sich dadurch und versucht das irgendwie dieser Logik zu folgen und dann, naja, okay, als unsinnig erkennt, wenn er durch sie auf ihnen über sie hinausgestiegen ist. Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf sie hinaufgestiegen ist. Er muss die Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig. Die Pointe ist, dass Wittgenstein in seinem Traktatus um das Scheitern seines Anliegens weiß. Das Anliegen, wie gesagt, ja, ist die Idee einer Art Ingenieursphilosophie. Er war von seiner Ausbildung her Ingenieur, der es gewohnt war, Blaupausen zu lesen. Also gemäß einer adäquat vorgestellten Struktur wird ein Material technisch-industriell weiterverarbeitet. Praxis ist also dann dementsprechend die willentliche Verwirklichung von Material gemäß einer bereitgestellten Formel. So. Das Scheitern, das ist eigentlich das Reiz dieses Büchleins, besteht in der Nutzlosigkeit der korrekten Sprache. Also wir haben sie gefunden und dann erweist sie sich aber auch als nutzlos. Für unser Leben nämlich. Wittgensteins Bemerkung gegenüber seinem Freund Paul Engelmann. Es gehe in dieser Abhandlung um zwei Sachen, was drinnen stehe und was nicht drinnen stehe. Und letzteres ist das wirklich Wichtige. Er packt also die Koffer, 1921, geht in die niederösterreichische Provinz und wird Volksschullehrer, der in zäher Selbstkasteiung dort sozialistische Reform, also aus dem roten Wien kommend, sozialistische Reformpädagogik umsetzt. Der Intellektuelle repräsentiert nichts mehr, aber er packt seinen Werkzeugkasten aus. Wittgenstein verabschiedet sich von dem Ideal der Reinheit, denn auch explizit, und entscheidet sich sozusagen in seiner zweiten philosophischen Laufbahn für das Modell der Sprachspiele. Er ist, wenn man so will, Urvater aller Sprachzweifler und gleichzeitig derjenige, der den Weg rausweist aus dieser schlechten Grübelei, dieser schlecht endlosen Grübelei. Es gibt nur die Gemeinsamkeit in der freien Interaktion, also nicht die allein wahre Blaupause. Und diese Interaktion, die sich von starren Regeln losmacht und ihre eigenen Regeln er nennt das Sprachspiel, findet oder schafft. Die starre, erstarrte Haltung gegenüber der Welt wird aufgegeben, nicht mehr verdrängen, sondern zulassen und genau darin erkennen, dass man nicht alleine ist. Man lässt ja immer nur zu mit anderen und auch gegenüber anderen. Die Linke grübelt, sie hadert, zweifelt, ringt mit sich. Ist Sprache nur Widerspiegelung, also vielleicht nicht ausschließlich passiv, aber doch ein Reflex, ein sekundäres, im Zweifelsfall nur eitler Schein? Oder ist Sprache aktives Instrument der Veränderung, vielleicht sogar das erste, vorzüglichste? Die Linke hat die Sehnsucht, aus diesem Dilemma, aus diesem Kippspiel herauszukommen und eine eindeutige Antwort zu finden. Diese Sehnsucht wird aber unerfüllt bleiben, weil das Dilemma schon ein Scheinproblem ist. Es ist dann der späte Wittgenstein, der die Lösung gefunden hat, dass es keine Lösung gibt, und dass das nicht schlimm ist, im Gegenteil. Der Gebrauch des Wortes in der Sprache ist seine Bedeutung, lautet jetzt sein Schlüsselsatz. Und nicht mehr, man kennt das, ja, den Gassenhauer aus dem Traktatus, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Im Umfeld dieser Bemerkung, also der Gebrauch des Wortes in der Sprache ist seine Bedeutung, im Umfeld dieser Bemerkung notiert Wittgenstein, was ist die Bedeutung eines Wortes? Wir wollen die Frage angreifen, indem wir zuerst fragen, was eine Erklärung der Bedeutung eines Wortes ist. Das Studium der Grammatik des Wortes Erklärung der Bedeutung wird dich über die Grammatik des Wortes Bedeutung aufklären und dich von der Versuchung heilen, dich nach einem Gegenstand umzusehen, den du Bedeutung nennen kannst. Das entscheidende Anliegen ist eben dies, das Phantasma aufzulösen, es gebe jenseits der Sprache noch die Bedeutung, also irgendeine Art nicht mehr sprachlich zu vermittelnden Gegenstandes, der aber die sprachliche Vermittlung erst möglich machte. Was einem nämlich dann das Dilemma aufhalst, was denn dann die Bedeutung der Bedeutung wäre und weiter die Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung. Wer gebietet diesem Hohldrehen Einhalt? Na wir. Aber auf diesen kollektiv-anarchistischen Gedanken muss man erstmal kommen. Es geht streng genommen nicht um Sprache an sich, sondern darum, dass sie das Medium der Weltveränderung geworden ist. Dass sich hierin ein instrumentalistisches,
immer schon vom isolierten Individuum ausgehendes Sprachverständnis offenbart. Wenn man ernst nehmen würde, dass nota bene auch aus biologischer Sicht es nicht möglich ist, Geschlechter eindeutig zu fixieren und erst recht nicht den Geschlechtern eindeutige Verhaltensweisen zuzuordnen, dann ist es vergebene Liebesmühe, diese Uneindeutigkeit sprachlich eindeutig zu fixieren, als Unterstrich oder Sternchen innen. Die Sprache existiert nicht, um die Komplexität der Welt, ihre Unübersichtlichkeit und Uneindeutigkeit einzuholen, weil sie selbst Teil dieser Komplexität ist. Man sollte auf die Unzulänglichkeit der Sprache von Zeit zu Zeit hinweisen, in dem Sinne keine Widerrede gegen den Unterstrich und das Sternchen, aber auch darauf, dass sie eben part of the game ist. Es gibt kein Verstehen vor dem Verstehen. Die Tugendhaftigkeit, wie sie sich in Konzepten der Critical Rightness oder meinetwegen auch Awareness ausdrückt, ist bemerkenswert anti-empirisch. Das scheint kontrafaktisch zu sein, besteht doch gerade die Kritik, die im Namen von CW und Awareness geäußert wird, in der Praxis des Aufspürens mannigfaltigen Fehlverhaltens in einer permanenten Durchmusterung der Empirie. Die wird aber ebenso permanent verfehlt, geht es doch nicht um das Entdecken von Missständen, sondern um das Wiedererkennen der eigenen moralischen Muster. Damit wird die Realität abgewertet, sie ist nur falscher Schein. Es ist nicht so sehr das Bedürfnis, auf der richtigen Seite zu stehen, was sich da artikuliert, sondern das nach der Gewissheit, diese Seite niemals zu verlassen. Oder besser, die Angst vor dem, was passieren würde, wenn ich von der richtigen Seite abkäme. Man will also keine Fakten über die kapitalistische Produktionsweise, über Rassismus, Sexismus und so weiter akkumulieren und sich aneignen. Das ist es ja, was um den Ton beizubehalten, die richtige Seite konstituiert. Sondern sich immer dieser Fakten sicher sein, durch Haltung, Sprache. Das ist eine eigentümliche Trennung, wenn man so will, zwischen Wahrheit und Ethik. Die Suche nach einem sicheren Grund, auf dem man steht und von dem aus sich operieren ließe, wandelt sich zum Bau eines ausbruchssicheren Hochsicherheitsgefängnisses. Was ist der Gehalt dieses Bedürfnisses nach dem sicheren Grund? Das Aushalten wollen, der tiefen Entfremdungserfahrungen, Rekonstruktion, der als zerrüttet erlebten Subjekt-Weltbeziehung, die Stabilisierung des Ich und sei es über die Form der schuldhaften Verstrickung in der Unentrinnbarkeit des schlechten Weltenlaufes. So eröffnet sich wie von selbst eine religiöse Dimension. Tauchen überraschende Parallelen zur Lebens- und Weltverneinung bestimmter religiöser Sekten auf. Als Beispiel ein kleiner Blogbeitrag, längst vergessen und nie bedacht, offensichtlich von einer Teilnehmerin eines dieser CW-Seminare an der Berliner Humboldt-Universität. Es geht nicht um die Relevanz dieses Eintrags, sondern um seinen konfessionellen Charakter. Der Eintrag steht unter der Überschrift »Mein Unbehagen mit dem Weißsein«. Zwei wesentliche Merkmale der Schuldrhetorik von Critical Whiteness hält die Autorin fest. Erstens, Misstrauen gegenüber den eigenen Sprachfloskeln. Also man spürt oder sie spürt, dass man sich die Rhetorik der CW aneignen, auswendig lernen kann und sie in der Konsequenz dann quasi automatisch oder schlimmer noch als Ablasszahlung einsetzt. Zitat, dass sich die Selbstpositionierung der Studierenden häufig nicht in den Inhalten der Texte wiederfindet. Somit die Markierung von Weißsein oft zu, ich habe das jetzt mal genannt und damit kann meine Arbeit als kritisch gelten, verkommt. Zweitens. Misstrauen gegenüber der eigenen aufgeklärten Position. Also ist CW nicht selbst Ausdruck meiner Privilegien? Ich kann es mir leisten, CW zu sein und genieße mein überlegenes Wissen und setze es gegen andere ein. Zitat, ich kann mich nicht lossagen, auch wenn ich mich kritisch positioniere, handle, rassismuskritisch Politik mache. Die Welt als Verhängnis. Eine persönliche Reflexion einer sich selbst als CW markierenden Person also, in der sich gewissermaßen überpersönlich die schuldfixiert moralisch-religiösen Gedankenfiguren reproduzieren. Diese halböffentlichen Reflexionen demonstrieren freiwillig, dass es sich bei CW um eine sich selbst aufhebende Position handelt. In dem Moment, wo ich glaube, alles richtig gemacht zu haben, erweist es sich als Täuschung. Denn dieses Richtigmachen hängt an Voraussetzungen, die es nie einholen kann, die einzuholen es aber beansprucht. Oder es erweist sich als unbeweisbar. Es ist nicht doch nur eine Floskel, vorweggeschoben. Denn wenn ich behaupte,
Man kann die CW-Standards als Floskeln einsetzen. Wie kann ich dann beweisen, dass ich sie in diesem Moment nicht als Floskel einsetze? Naheliegende Antwort: durch eine noch bessere Beherrschung der Floskeln, die aber als solche auffällt und den Verdacht, auch das seien nur Floskeln, nur Vorgeschobenes, nach sich zieht. Das Problem hat mit dem Richtigmachen zu tun, das sich ausschließlich sprachlich vollzieht, also sprachlich-gestisch. Ja. Wobei also ne, das Gestische das Sprachliche unterstützt, Augenrollen oder so, Schulterzucken. Am Anfang war das Wort, jede Praxis ist sprachlich strukturiert, etwas richtig machen kann ich also nur in der Sprache. Nur, was ist der Beweis? Es gibt keinen externen Maßstab, außer eben den persönlichen, existenziellen, narzisstischen Einsatz. Der Ethnologe, Anarchist, also auch Kenntnistheoretiker Hans-Peter Dürr, jetzt nicht zu verwechseln mit einem Physiker gleichen Namens, hat das in seiner Sethna-Studie, einer Untersuchung über das Entstehen und das Selbstverständnis von lebensbejahenden und Weltverneinenden einerseits und Weltverneinenden andererseits menschlichen Gemeinschaften, mal so ausgedrückt. Ein Psychoanalytiker würde vielleicht sagen, dass Menschen, die so fühlen und das Leben als einzige narzisstische Kränkung empfinden, versuchen, der Libido selber gewissermaßen die Libido zu entziehen. Diese sich selbst aufhebende Position findet sich in Formen religiöser Entfremdung. Historisch vermutlich das erste Mal ausgeprägt in den indischen Entsagungsreligionen, wonach selbst das Nirvana eine Täuschung ist. Erlösung ist allein denkbar oder vielmehr nicht denkbar als Grenzbegriff. Als Ausweg bleibt den Entsagern nur der Weg in den Wald, in die Einsamkeit, ins Verstummen, im Aufgeben aller lebendigen Tätigkeiten. Man stirbt zwangsläufig, aber nicht gewollt. Ich lese mal ein längeres Zitat von dem Dürr vor. Nicht nur das Leiden ist also Leiden, sondern auch die Lust, die Freude und das Glück sind Leiden, weil sie es sind, die das Leiden erst möglich machen. So kann man etwa beobachten, dass viele Bhikkhus oder Bhikkhus, das ist eine Form des frühen, sehr frühen buddhistischen Mönchtums, dass viele Bhikkhus es ablehnen, Verdienste zu erwerben, weil es sonst geschehen könnte, dass sie als Götter wiedergeboren würden. Wer aber die himmlischen Freuden genießt, der beginnt das Leben zu lieben, und wer das Leben liebt, ist von der Befreiung viel weiter entfernt als jene, die mit vollem Bewusstsein leiden. Denn wer die Lust als Lust erlebt und nicht als das, was sie in Wirklichkeit ist, nämlich Leiden, der mag, so kann man sagen, sein Leben im Glück verbringen, ohne zu wissen, dass er im Grunde unglücklich ist. Aber auch wenn wem eine solche Auffassung zu extrem erschien, der konnte sich dennoch nicht damit abfinden, für ewige Zeiten den Zyklen des Samsara, also des ewigen Wiederkehren, des aller Facetten des Seins, für ewige Zeiten den Zyklen des Samsara ausgeliefert zu sein, die Spannungen des Lebens ertragen zu müssen, immer nur mit Vorübergehendem, nie mit Bleibendem konfrontiert zu sein, was ständig bedeutet Abschied nehmen, Trennung, Schmerz, Tod. Eine solche Perspektive erlaubte keine halbe Lösung, wie es die Hoffnung auf ein Paradies gewesen wäre. Denn mochten auch die Götter zunächst ein besseres Los gezogen haben, so blieb auch ihnen irgendwann der Sturz in die Leiden des Samsara nicht erspart. Und was sind schon ein paar tausend Jahre himmlischer Frieden im Schatten einer endlosen Wiederkehr des Leidens? Wenn der ewige Wechsel das Samsara ausmachte, so konnte Befreiung nur darin liegen, diesem Wechsel vom Leben zum Tod, vom Bewusstsein zur Bewusstlosigkeit, von Glück zu Leid, von heiß zu kalt, ein Ende zu bereiten. Die Wege, die zu diesem Ziel beschritten wurden, waren zwar verschieden, aber das Ziel war dasselbe. Der künftige Sannyasin etwa verschenkte, nachdem er alt geworden war und die Dinge des Lebens getan hatte, seinen Besitz und vollzog die eigenen Begräbniszeremonien. Mit den Worten, mir gehört nichts und ich gehöre niemandem, verließ er für immer seine Familie, zog sich aus dem Bereich der Kultur in die Wildnis zurück. Das Feuer meidend aß er nur noch Wurzeln, Blüten und Schößlinge. Was von einem gepflügten Feld stammte, rührte er nicht an. Luftgewandt und heimatlos streifte er umher, gleichgültig, ob man ihm Almosen zusteckte oder nicht. Noch ein letztes Mal mochten die Götter und Dämonen ihn versuchen, indem sie die Reize des Lebens vor sein inneres Auge führten. Und wie Mara es unternahm, den Buddha mit seinen drei liebreizenden Töchtern zum Leben zu verführen, werden auch sie zu ihm gesprochen haben, komm und erfreue dich hier im Himmel,
Diese Freuden sind begehrenswert, dieses Mädchen ist bewundernswert, dieses Elixier zerstört Alter und Tod. Doch der Sannyasin möchte kein Gott werden, denn die Götter stehen unendlich weit unter dem, was er erstrebt. Auch sie haben keine Moksa, keine Befreiung erlangt. Irgendwann begibt er sich, den Blick nach Nordosten gewandt, auf die letzte Wanderschaft Mahaprasthana, die große Reise. Nun isst und trinkt er nichts mehr, verlöschen sein Denken und Wahrnehmen, bis er schließlich zusammenbricht und stirbt. Einsamkeit, Verstummen, Selbstauslöschung als soziale Person ist der eine Weg. Der andere ist die Unterwerfung unter die Form charismatischer Herrschaft, die auch eine Selbstherrschaft sein kann. Natürlich zerfallen beispielsweise CW-Gruppen oder andere K-Gruppen nicht in Selbstzweifel und in die Grübelei des Paradoxalen, jedenfalls nicht sofort, sondern agieren aggressiv nach außen. Ein Moralkodex definiert hier die Grenze des Sagbaren und Darstellbaren. Diese Grenze ist natürlich logisch, aber auch praktisch unhaltbar. Sie schöpft keinerlei Legitimation aus sich. Als Übergangszustand wirkt sie aber paradox stabilisierend. Jede Lebensform, jede Kultur hat ihre Erkenntnisform. Erkenntnisform und Lebensform entsprechen sich. Sage mir, wie du erkennst oder besser, wie du das Erkennen erklärst und welchen Weg du zur adäquaten Erkenntnis vorschlägst und ich sage dir, in welcher Kultur du lebst. Eine angstbesetzte, zutiefst resignative, von der äußerlichen Übermacht einer prinzipiell feindlichen Umwelt ausgehende Kultur klammert die Bereiche der Wahrheit ein durch Redeverbote, Stoppschilder, Festsetzung nicht weiter zu hinterfragender Sprecherposition. CW ist in erster Linie Sprachpolitik. Das ist das, was übrig bleibt, wenn sich die religiöse Dimension nicht eingestanden wird. Es geht um die korrekte Darstellung gesellschaftlicher Probleme, die sich selbstsprachlich darstellen. Nur das scheint änderbar zu sein. Ich kann ein Sprechen über verändern, aber nicht mehr das Über. Die korrekte Darstellung ist aber in hinreichender Sicht unmöglich. Man weiß erst, was der Kapitalismus wirklich gewesen ist, wenn er dereinst abgeschafft werden wird. Die korrekte Beantwortung einer Frage besteht darin, dass sie gar nicht mehr gestellt zu werden bräuchte. CW ist in erster Linie das Aufwerfen der Frage, wie korrektes Sprechen möglich ist. Die Frage wird negativ beantwortet durch Verbote, Zuteilung von Wahrheitsprivilegien, Festlegung von Redeachsen, zwanghaftes Beziehen von körperlichen Gesten auf sprachliche Aussagen, standardisiertes Bewerten von Antwortversuchen, Konstruktion von kommunikativen Fallen, das Wort im Mund herumdrehen und so weiter. Diese Negativismen sind, wenn man so will, Gegenprivilegien. Sie bleiben ganz auf der Ebene der angegriffenen Privilegien. Es hilft nur das Redeverbot, wo Redeverbote herrschen. Brecht variiert. Das Redeverbot ist das Komplementärteil zum unverbindlichen Geschwätz, nicht dessen Beendigung. Vielmehr lässt es ja nur unverbindliches Geschwätz übrig. Die interne Verfassung einer Gruppe spiegelt sich in ihrem Wahrheitsprinzip wider. Eine verängstigte Gemeinschaft, eine hilflose, entfremdete, abgekoppelte, kann zur Identifikation mit dem Aggressor neigen und übernimmt dessen Prinzip der Stigmatisierung und des Ausschlusses. Die Frage wird aber auch positiv beantwortet durch die Annahme einer direkten Beziehung von sprachlicher Äußerung und sozialer Praxis. Das eine hebt sich im anderen auf, sodass jenseits der sprachlichen Äußerung keine eigenständige Praxis existieren kann. Das heißt, ich kann alle sozialen Verletzungen durchmustern, sie stellen sich mir als sprachliche Äußerungen dar. Diese kann ich ändern. Und dies kann ich bei anderen einfordern. Die Existenz der Institution, der politischen Gewalten und Eigentumsformen muss dabei gar nicht geleugnet werden. Irgendwo im Hinterkopf sind wir ja alle Marxisten. Sie stellen sich mir aber als letztendlich unerreichbar, unangreifbar dar. Erst die korrekte sprachliche Darstellung ermöglicht mir den Zugriff, wieder sprachlicher Natur, auf diese außersprachlichen Verhältnisse. Am Anfang war das Wort. Und damit habe ich scheinbar einen Maßstab gewonnen, um die anderen in ihrem Sprachbemühen zu messen. De facto ist es ein Ausschlussinstrument, das die Isolationsformen der bürgerlichen Gesellschaft mindestens geistig reproduziert. Und wieder rauskommen, anstatt das größtmöglich Trennende, das lässt sich immer finden, wäre der kleinste gemeinsame Nenner zu suchen.
Das ist keine Frage des Willens und der guten Vorsätze. Denn der kleinste gemeinsame Nenner liegt sozusagen vor uns oder, wenn man so will, sogar in uns. Das ist der Moment, um nochmal auf Wittgenstein zurückzukommen und seine Destruktion des Solipsismus. In der Philosophiegeschichte, jetzt kommt dieser etwas philosophischere Teil, ist das als Privatsprachenargument eingegangen. Wie immer bei Wittgenstein ist nicht ganz klar, worauf es zielt, auf das Verständnis unserer sozialen Seinsverflechtung, auf Selbsttherapie oder auf ernsthafte Probleme der Wissenschaftstheorie, die nichts mit einer sozialen oder mit einem sozialen oder psychischen Erleben zu schaffen haben sollen. Wittgenstein konnte man dazu nicht befragen, weil er das Privatsprachenargument zu Lebzeiten nicht veröffentlichte. Selbst seine ihm nächsten Schüler, die seinen Nachlass, darunter eben diese bahnbrechenden philosophischen Untersuchungen, herausgaben, waren sich über den wahlweise emphatisch-sozialen oder strikt logischen Status dieser Bemerkungen unsicher. Die angelsächsische Debatte, in deren Folge der schon verstorbene Wiener zum bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts aufstieg, entschied sich für den logisch-wissenschaftstheoretischen Aspekt. Die Existenz des anderen Wittgensteins, also des Mystikers und Gottsuchers, immer am Rande des ihn bedrohenden Wahnsinns stolpernde, der Tolstoi-Leser, der eine Professur in Moskau in den 30er Jahren ablehnte und sich dort zur Landwirtschaft, also kein Zuckerschlecken, sich zur Landwirtschaftsarbeit selber einteilen wollte, dieser Wittgenstein wurde erst Jahrzehnte nach seinem Tod vom Betrieb akzeptiert. Dazu gehört auch seine Homosexualität und seine unterdrückte jüdische Familiengeschichte und so weiter. Gut. Die Engländer sind da etwas gefasster und lassen das alles erstmal draußen. So, was ist das Privatsprachenargument? Es hat in der Tat einen wissenschaftstheoretischen Anlass, weil sich Wittgenstein hier kritisch mit einer anderen, also verschlüsselt dann alles immer so schrecklich verschlüsselt, mit einer anderen oder damals auch sehr einflussreichen, auch sehr interessanten Gruppe auseinandergesetzt hat, mit dem Wiener Kreis, die sich in den 20er Jahren so ein bisschen als Schüler von Wittgenstein verstanden haben, was ihn dann wiederum sehr geärgert hat und so weiter und so fort. Das lasse ich jetzt aber hier. Ne? Wittgenstein konstruiert in diesem Privatsprachenargument den Nullpunkt des Empirismus. Die einzige mögliche Situation, in der also Sinnesdaten, also was wir so rund um uns herum mit unseren Sinnen auffangen, und ihre Einarbeitung in unsere Lebensform direkt aufeinander bezogen sein könnten. Also was wäre das? Ja? Wo das wirklich zusammenfällt. Und man kann das jetzt benennen, ich werde es auch gleich benennen, aber ist das tatsächlich dann durchdenkbar, ja, weiterdenkbar? Was ist also dieser Nullpunkt? Das ist einfach die Annahme, es gäbe eine Privatsprache, die nur ihrem Sprecher zugänglich ist. In dieser Situation fielen sinnliche Erfahrungen und sprachliche Verarbeitung zusammen. Tun sie es denn tatsächlich? Nein, tun sie nicht, sagt Wittgenstein. Auch in einer Privatsprache erhalten die begrifflichen Bildungen von Empfindungen nur durch Regeln Bedeutung, die sie, die Begriffe, mit den inneren Vorgängen in Verbindung setzen. Also Felix macht eine Erfahrung X, wenig später macht er die Erfahrung Y. Felix vergleicht X mit Y und denkt und entdeckt, dass sie von gleicher Qualität sind. So, das ist alles wie jetzt nur mir zugänglich. Ja? Passiert alles hier bei mir oben drin. Diese Qualität bezeichnet er oder bezeichne ich mit E und gewinne dadurch die Regel, E bedeutet und so weiter. Aber X ist nach seinem Auftreten verschwunden und somit fehlt jede Instanz zur Rechtfertigung des Vergleiches X und Y. Ich kann zwar meinen, dass X und Y qualitätsgleich sind, aber meinen ohne mögliche Überprüfbarkeit ist kein hinreichender Grund. Aber ich kann mich doch erinnern, dass X es mal ein X gegeben hat und beziehe es dann auf das Y. Aber solange Erinnerung im Bereich der subjektiven Vorgänge bleibt, lässt sie sich nicht testen. Somit bleibt sie beliebig, kann eine Täuschung sein. Und damit sind auch alle Bildung und Anwendung der Regel E bedeutet, beliebig und es verfallen alle Begriffe einer Privatsprache über Erfahrungen. Es kann also keine Privatsprache geben, außer in der Anstalt, aber selbst da wäre ich mir nicht so sicher. Man kann keine Wissenschaft rein auf Sinnesdaten aufbauen. Damit wäre also dieser Empirismus oder der Positivismus erledigt.
sag mal, nur mal als kleine Fußnote, dass wenn man so ein bisschen sich mit linken Allgemeinplätzen aufhält, Wittgenstein immer als Vater des Positivismus oder so gilt. Und ich wird zum Beispiel auch im Eindimensionalen Menschen von Marcuse dahingehend attackiert und so. Und sie haben ihn einfach nicht gelesen. Drehen wir das Argument etwas weg vom Empirismus, ja, so lautet seine Aussage, die Tatsachen, dass jemand mit einer Äußerung, mit einer Handlung und so weiter etwas meint oder etwas darunter versteht und dass jemand etwas erwartet, vorstellt, wünscht, fühlt und etwas denkt oder etwas beabsichtigt und so weiter und so fort, dass also allgemein gesprochen ein seelischer Sachverhalt vorliegt, betreffend den Einzelnen, nicht isoliert. Nicht isoliert. Da haben wir also das Kollektivsoziale. In seinen letzten Schriften geht Wittgenstein sogar so weit, dass ich die Frage, kann ich sicher sein, was im anderen vorgeht, im Prinzip beantworten kann. Ja, ich bin mir sicher. Während ich dies Wissen in Bezug auf mich selbst gar nicht haben kann. Das wäre also wirklich radikaler Antisolipsismus. Nehme man das ernst, käme man darauf, dass all die Diskussionen über beispielsweise Empathie Nonsens sind. Wir sind es bereits und müssten es nicht lernen. Zu fragen wäre, warum wir denken, dass wir es lernen müssten, warum unser Ausgangspunkt also der solipsistische ist. Hier hilft dann in der Tat Wittgenstein nicht mehr weiter und Marx kommt durch die Vordertür wieder rein. Diesen Antisolipsismus möchte ich an einem praktischen Beispiel vorführen, wie es der bereits schon zitierte Hans-Peter Dürr in einer Anwendung auf sein Fach der Ethnologie demonstriert hat. Stammt aus seinem Buch Traumzeit über die Grenzen zwischen Wildnis und Zivilisation, das 1978 erschienen ist. Und damals wohl auch also irrsinnig sich gut verkauft hat, ich glaube sechsstellig, hat dann auch so ein bisschen so den Lebensunterhalt des Mannes gesichert, weil nämlich in Aussicht gestellt war, dass man dort die Zusammensetzung von Hexensalben erfährt, womit also die Hexen die Erfahrung des Fliegens gemacht haben. Das wollten natürlich alle lesen und wissen. Stehen auch tatsächlich irgendwelche Kräutermischungen da drin. Wir sehen also, jetzt das Zitat, wir sehen also, dass Ethnologen, bezieht sich hier auf seinen Doktorvater, Wilhelm Emil Mühlmann, ich habe mal geguckt, er war in der ethnologischen Szene in Deutschland 50er, 60er, 70er Jahre ein großes Tier. Wir sehen also, dass Ethnologen wie Mühlmann, die glauben, man könne ein inneres Verständnis für einen Papua nur haben, wenn man ein Papua wäre, und die den existenziellen Mitvollzug als einen Krampf abtun, mit ihrer Behauptung Unrecht haben. Denn wenn wir nicht wissen könnten, wie ein anderer fühlt, was natürlich nicht bedeutet, der andere zu sein, dann wäre es auch nicht möglich zu wissen, wie wir selber fühlten. Wir hätten überhaupt keinen Maßstab für die Art und Weise unseres Gefühls. Wenn wir jedoch wissen könnten, wie es ist, wie wir selber fühlen, dann müssen wir auch notwendigerweise wissen können, wie ein anderer fühlt. Wenn der existenzielle Mitvollzug des Seelenlebens eines anderen nicht möglich ist, dann wird es auch kaum möglich sein, existenziell mitzuvollziehen, was Mühlmann mit seiner These meint, warum er eine derartige These aufstellt, was er dabei fühlt und so weiter. Und Mühlmann wird dies dann auch selber nicht wissen können. Seine These würde darauf hinauslaufen, den Begriff des Mitvollzuges aus dem Verkehr der Sprache überhaupt zu ziehen. Aber ich glaube wiederum, dass man sehr wohl mitvollziehen kann, was jemand meint, der eine solche These vertritt. Denn sie scheint ein Augenblick der Angst davor zu sein, sich auf das Fremde einzulassen und dadurch die eigenen Selbstverständlichkeiten in einem anderen Licht zu sehen. So tendiert der Forscher zu einem Solipsismus, sei es nun der seiner eigenen verwissenschaftlichen Lebensform oder gar der seiner Person. Dass wir keine Papuas sind, hindert uns so wenig an einem Zugang zur Seele der Papuas, wie es uns hindert, Mühlmann zu verstehen, dass wir nicht Mühlmann sind. Dass wir Mühlmann viel leichter verstehen können als den Papua, liegt daran, dass wir uns mit geringerer Mühe in die Lebensform eines Professors einfühlen können, als in die des Menschen am Sepik. Aber vermutlich würde der Professor sich selber sehr viel besser verstehen, wenn er das Wagnis auf sich nehme, dasjenige nachzuvollziehen, was sich nicht mehr in die Begrifflichkeiten seiner Wissenschaften übersetzen lässt. Indem er bereits die Möglichkeit des Verständnisses des anderen abtut, begibt er sich gleichzeitig die Möglichkeit eines Selbstverständnisses, das zu gewinnen, gerade der Ethnologe eigentlich große Chancen hätte.
Er sieht nicht, dass ein anderer nicht sein zu können kein Hindernis, sondern eben die Bedingung des Verständnisses des Fremden ist. Und er ähnelt darin jenen Philosophen, die glauben, dass der Sprung im kosmischen Ei, die Entfremdung und so weiter, die Erkenntnis des Wesens, des Wesens der Wirklichkeit verhindere. Wieder zurück. In den Debatten um Critical Whiteness oder Awareness geht es nicht so sehr um die Frage, was Rassismus und Sexismus eigentlich im Kern ausmacht. Genauso wenig wie die Konfessionsrituale des Marxismus, Leninismus unter Stalin oder Mao tatsächlich eine Antwort auf die Frage nach kommunistischer Moral oder Disziplin wären oder waren. In diesen Konfessionsritualen mit all ihren Zügen der Gehirnwäsche ging es natürlich um die Machtsicherung der herrschenden Clique. Und analog dazu könnte man sagen, auch wenn es eine waghalsige Analogie ist, in CW und Awareness setzt sich eine neue akademische Elite durch. Aber das ist nur die eine, die offensichtliche, bekannte Seite. Diese Rituale wurden und werden geglaubt und inbrünstig praktiziert. Aber was macht sie aus? Auch in ihnen geht es um Macht, und zwar um Selbstermächtigung. Diese Selbstermächtigung setzt die eigene Isolation voraus, das Zurückgeworfensein auf sich selbst. Ist nichts mehr gegeben, dessen man sich bemächtigen könnte, bleibt einem immer noch das eigene Selbst. Bertrand Russell berichtet, also bekannter Philosoph, berichtet, wie nach einem Vortrag über Solipsismus, den er gehalten hatte, eine Frau auf ihn zugestürzt kam und ihm überschwänglich die Hände schüttelte. Sie sei ja auch eine Solipsistin und so glücklich, endlich einen anderen Solipsisten kennengelernt zu haben. Zum Abschluss. In der Zeit des Verrats sind die Landschaften schön. Heiner Müller, Motiv bei Anna Segers. Anna Segers flüchtete buchstäblich in letzter Sekunde 1941 aus Marseille nach Mexico City. Sie musste dazu den Umweg über die Karibik nehmen. Die Auseinandersetzung mit karibischen Stoffen, karibischer Geschichte, wurde zu einem Fixpunkt ihres Spätwerks. Jedenfalls markieren ihr Erzählungsband Karibische Geschichten sowie ihr letztes Buch Drei Frauen aus Haiti literarische Höhepunkte. Sprachlich, weil sie den literarischen Stoff verdichtet, also die Segers verdichtet, verknappt, bis die Gewalt der Vorgänge, der Kolonisierung und Versklavung und der Befreiung daraus ungeschminkt sich zeigt. Inhaltlich, weil sie die Probleme der Revolution in der Peripherie ohne Lamoyanz darstellt. Ihre Probleme sind unsere Probleme, unsere Probleme sind ihre. Das Licht auf dem Galgen, zuerst unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus dem mexikanischen Exil skizziert, aber erst über 10 Jahre später, 1959, ausgearbeitet, ist folglich auch eine Auseinandersetzung mit dem Stalinismus, der Triumph der Staatsräson über der revolutionären Bewegung. Verrat und Resignation als Richtlinien einer neuen Moral. In Das Licht auf dem Galgen treffen drei Emissäre des Pariser Konvents auf Jamaika ein. Ihr Auftrag, Organisation eines Sklavenaufstandes mit dem Ziel der Selbstbefreiung der Sklaven und der Beendigung der britischen Herrschaft über Jamaika. De Buisson, ein Pariser Großbürger, der aus einer französisch-englischen Großgrundbesitzerfamilie aus Jamaika stammt, Gallaudet, ein Nachfahre von einfachen Bauern und Sasportas, Nachfahre spanischer Juden, sind für diesen Auftrag auserkoren. De Buisson und Sasportas sind Mitglieder des Jakobinerclubs, die Gesellschaft der Freunde der Schwarzen, hat es wirklich gegeben. Die Handlung spielt in den 1790er Jahren, kurz vor der Machtergreifung Napoleons. Der Aufruf zum Losschlagen steht kurz bevor, als die drei Subversiven die Nachricht von Napoleons Staatsstreich erreicht. Mit einem Schlag haben sie keine Rückendeckung aus dem Mutterland mehr. Andererseits, die Chancen auf einen Erfolg stehen nicht schlecht. Es bleibt sicherlich ein Hochrisikospiel. Als De Buisson, der Großgrundbesitzer Spross, von der Wende in Frankreich erfährt, schweift sein Blick ab. Er sieht zum ersten Mal bewusst seit seiner Wiederkehr die Landschaft. Sie ist wunderschön und er weiß, dass alles gehört dereinst ihm, kann ihm gehören. Das, nur der Blick, das ist schon der Bruch, der Verrat.
Anna Segers bedient sich hier eines christlichen Motivs. Der Teufel trifft auf den leidenden Jesus, wirft das Kreuz ab, flüstert er ihm ein und alles ist dein. Im Stande der Unfreiheit schließen gesellschaftliche Befreiung und privates Glück einander aus. Heiner Müller hat die Geschichte in seinem 1980 herausgebrachten Theaterstück Der Auftrag, Erinnerung an eine Revolution, noch zugespitzt. In diesem Stück wird aus dem Juden Sassportas der ehemalige Sklave Sassportas, der als französischer Staatsbürger aber bereits emanzipiert ist. Die Handlung ist, von einem die Geschichte zusammenfassenden Vorspiel und einem eigenständigen Zwischenspiel abgesehen, auf nur 3 Szenen reduziert. Es ist jeweils Debuisson, der den Takt angibt. So ist er es, der in der ersten Szene, die 3 Subversiven sind gerade auf Jamaika gelandet, das Rollenspiel vorgibt und etwa Sassportas die Rolle des Sklaven zuweist, der früher einmal wirklich war. Schon hier ist die Spannung zu spüren, ob nicht die aufgesetzten Masken dem Sadismus des Verräters Vorschub leisten. In der letzten Szene ist es Debuisson, der seinen Verrat wortreich und mit dem besten Argument verteidigt, nämlich dem Zweifel, ob eine Revolution nicht noch viel mehr Leid und Unglück anrichtet als das hier schon Existierende. Er sagt: Und vielleicht war, was wir für das Morgenrot der Freiheit hielten, nur die Maske einer neueren, schrecklicheren Sklaverei, mit der verglichen die Herrschaft der Peitsche auf den Kariben und anderswo einen freundlichen Vorgeschmack auf die Wonnen des Paradieses darstellt. Und vielleicht hat deine unbekannte Geliebte die Freiheit, wenn ihre Masken verbraucht sind, überhaupt kein anderes Gesicht als den Verrat. Was du heute nicht verrätst, wird dich morgen töten. Vom Standpunkt der Humanmedizin ist die Revolution eine Totgeburt. Sassportas, aus der Bastille in die Concierge, also ins Pförtnerhäuschen. Der Befreier wird Gefängniswärter. Tod den Befreiern heißt die letzte Wahrheit der Revolution. Er steigert sich in seiner Rede zu einem ganz persönlichen Kommunismus, den wir alle sofort verstehen. Er sagt: Jetzt will ich sitzen, wo gelacht wird, frei zu allem, was mir schmeckt, gleich mit mir, mein und sonst niemandes Bruder. Und dann kippt seine Rede und er kann nicht länger und muss seine Genossen, die es seit ein paar Minuten nicht mehr sind, beleidigen und deklassieren. Er sagt, der Bauer wird immer der Bauer bleiben und der Sklave immer der Sklave. Die Geschichte, das Theaterstück endet damit. Die Geschichte endet damit nicht. Aber wir enden. Moral in diesem einzig echten Sinne ist eine Anweisung oder ist die Anweisung auf Kommunismus, auf die handelnde Aufhebung des Verhältnisses von Herr und Knecht unter den Menschen, heißt es irgendwo bei Ernst Bloch. Und wenn es eine Lektion gibt, dann die, wie wenig dieses hohe Wort doch vor der Macht der Gewohnheit verblasst. Noch nicht einmal Debuisson ist ein schlechter Mensch. Vermutlich ist der Verräter der sensibelste unter uns. Um der Macht der Gewohnheit zu entkommen, ist vieles versucht worden. Das Konzept der Berufsrevolutionären war eines der Gegengifte. Der Traum von einer anderen, unreglementierten Sprache ein anderes. Heute kommt es vor allem darauf an, Erfahrungen zuzulassen und sich nicht schon vorab vor den Konsequenzen zu fürchten. Konsequenzen, die vielleicht nur deshalb eintreffen, weil wir uns vor ihnen gefürchtet haben. Vielen Dank.